Vinicius Junior ist wirklich einer der besten Flügelspieler überhaupt momentan, aber für mich hat er noch eine Menge Potenzial. Wie wird seine Karriere aussehen? Das finden wir heraus. In so jungen Jahren spielt er bei Real Madrid schon und konnte sich auch schon durchsetzen. Hier sehen wir im Hintergrund das krasse Team. Der Spieler des Jahres wurde Cristiano Ronaldo und hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres und zwar eigentlich nur mit Manchester City-Spielern und Cristiano Ronaldo. In der Liga konnte Vinicius Junior mit Real Madrid zusammen abliefern und zwar ist man erster Platz geworden mit einem 6-Punkte-Punkt. Vorsprung vor Real Sociedad. Im Pokal sah es auch lange gut aus, dort ist man dann aber im Halbfinale gegen Sevilla ganz knapp ausgeschieden, die am Ende dann auch sogar den Pokal gewinnen konnten. In der Champions League sah es ebenfalls nicht gut aus, dort war man am Ende nur auf dem dritten Platz gelandet, hinter Schachtja Donetsk und Inter Mailand und am Ende hat Liverpool die Champions League gewonnen. Die Europa League Reise war für Real Madrid aber ebenfalls sehr kurz, denn man ist sofort rausgeflogen gegen Celtic und am Ende hat Neapel die Europa League gewonnen. Vinicius Junior konnte aber überzeugen, in seiner ersten Saison war er absoluter Stammspieler, dabei sind ihm 15 Tore und 7 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 87. Und weil es in der Champions League mit Real Madrid nicht so gut läuft, aber Bayern München auch ein so gutes Angebot für ihn vorgelegt hat, zieht es ihn nach München für die zweite Saison. Hier sehen wir auch noch das Team von Bayern München, was auch übelst krass ist und natürlich auch damit ist Bayern ein Top-Kandidat auf den Champions League-Titel. Und Lewandowski hat es geschafft, den Ballon d'Or in diesem Jahr zu gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres wieder, hauptsächlich Manchester City-Spieler, aber auch zum Beispiel Lewandowski dabei. Die erste Bundesliga-Saison lief überragend für Vinicius Junior. Und zwar konnte man direkt schon den Titel holen mit 9 Punkte Vorsprung vor Leverkusen, war Bayern ein weiteres Mal Meister. Und auch im DFB-Pokal konnte man so durchmarschieren, am Ende ein klarer 3-0-Sieg im Finale gegen Hoffenheim hat den DFB-Pokal beschert. Und nach dem nationalen Double kommt das Triple und zwar konnte Bayern auch noch im Champions-League-Finale 2-1 gegen Manchester City gewinnen und damit holt Vinicius Junior sein Triple. Aber auch individuell konnte Vinicius Junior überzeugen, in 41 Einsätzen sind ihm 23 Tore und 4 Vorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 88. Und auch in der dritten Saison bleibt Vinicius Junior nach diesem grandiosen Jahr natürlich bei Bayern München. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team, dort hat sich aber nicht viel verändert, nur bei den Backups ein wenig. Und schon im dritten Jahr hat es Vinicius Junior geschafft, den Ballon d'Or zu gewinnen und auch natürlich im Team des Jahres, neben seinen ganz vielen Teamkollegen, steht er natürlich. In dieser Saison war der Titelkampf in der Bundesliga auf jeden Fall deutlich knapper, zwischen Dortmund und Bayern München am Ende nur ein Punkt Unterschied, aber Bayern konnte sich durchsetzen und den nächsten Titel einfahren. Im DFB-Pokal konnte man sich aber wieder grandios durchsetzen. 3-1-Sieg gegen Hoffenheim, wieder mal gegen Hoffenheim das Finale gewonnen und damit das nationale Double gesichert. Die Mission Triple-Verteidigung ist aber leider im Viertelfinale der Champions League gescheitert und zwar ist man dort knapp gegen Juventus Turin rausgeflogen und am Ende hat Manchester City das Scheichduell im Finale gewonnen. Vinicius Junior war natürlich in dieser Saison auch absoluter Stammspieler, 50 Einsätze, damit die meisten Einsätze gemacht und dabei sind ihm 16 Tore und 14 Torvorlagen gelungen. Und er ist hoch auf eine 91. Und in der vierten Saison war Vinicius Junior bereit für eine neue Herausforderung, deswegen spielt er ab sofort bei Liverpool. Aber ich würde sagen, das Team sieht doch auch genauso stark aus und ist auch ein Favorit auf den Champions League Titel. Und den Ballon d'Or konnte am Ende Mohamed Salah gewinnen. In der Premier League konnte Liverpool auch ganz gut abschneiden, am Ende zweiter Platz, 3 Punkte hinter Arsenal, die die Liga gewinnen konnten. Im FA Cup lief es auch lange gut und zwar ist man dort ins Halbfinale gekommen, aber dann gegen Sheffield United ausgeschieden und am Ende hat Manchester City den FA Cup gewonnen. Die Champions League Reise ging leider nicht so lange und zwar im Achtelfinale ist man dann ausgeschieden gegen FC Sevilla und am Ende hat AC Mailand die Champions League gewonnen. Individuell konnte Vinicius Junior aber wieder überzeugen und zwar in 57 Einsätzen sind ihm 21 Tore und 12 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 92. Auch wenn es sportlich in Liverpool eigentlich ganz in Ordnung war, hat Vinicius Junior sich trotzdem nicht wohlgefühlt und ist deswegen zurück zu seinem Ex-Club Real Madrid gewechselt. Hier im Hintergrund sehen wir auch noch das kranke Team von Real Madrid. Den Ballon d'Or konnte Dusan Vlahovic gewinnen und hier sehen wir noch das Team des Jahres mit einigen Real Madrid-Spielern, aber leider nicht Vinicius Junior. In der spanischen Liga hieß es am Ende für Real Madrid dritter Platz, denn die zwei Vereine aus Madrid mussten sich Real Sociedad deutlich geschlagen geben. Im spanischen Pokal lief es dafür umso besser und zwar konnte man dort im Finale 3-1 gegen Atletico Madrid gewinnen und damit sich den Pokal sichern. In der Champions League war für Real Madrid im Viertelfinalschluss. Dort hat man gegen Vinicius Ex-Verein Bayern München ganz knapp verloren, die er dann auch am Ende die Champions League gewinnen konnte. Vinicius Junior hat aber dennoch seine beste Saison wahrscheinlich gespielt und zwar 55 Einsätze hat er absolviert und dabei sind ihm einfach 38 Tore und 11 Torvorlagen gelungen und das als Flügelspieler und er ist hoch auf eine 93.
Und auch für die letzte Saison dieser Karrieresimulation bleibt Vinicius Junior weiterhin bei Real Madrid. Das Team hat sich auch einen Tick verändert und zwar ist es defensiver geworden. Der Ballon d'Or-Sieger war ein Teamkollege von Vinicius Junior und zwar Kai Havertz. Hier sehen wir im Hintergrund noch das Team des Jahres, aber ohne vielen Real Madrid-Spielern. Und in dieser Saison konnte Real Madrid wieder in der Liga durchstarten und zwar 7 Punkte Vorsprung am Ende vor Barcelona hieß Platz 1. Im spanischen Pokal ist man ärgerlich knapp im Viertelfinale gegen Tenerife rausgeflogen. Und die haben es einfach wie auch immer geschafft, am Ende sogar den Pokal zu gewinnen. Dafür lief es aber in der Champions League wieder umso besser. Und zwar konnte man im Finale das Duell aus Madrid gewinnen für sich mit 3-1 und damit die Champions League holen. Und diese Leistung hat Vinicius Junior den Ballon d'Or im nächsten Jahr beschert. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Spielerkarrieren nicht verpassen wollt. Und schaut auch gerne die vorherigen Spielerkarrieren an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.